Und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einem weiteren und neuen Let's Play. Vor einiger Zeit habe ich Infamous First Light gespielt mit einer netten jungen Dame als Protagonisten und einem Bruder als, ja, sozusagen Auslöser. Also, oder besser gesagt, Beruhiger. Aber als er gestorben ist damals, hat die eine nicht ganz so gut überstanden. Deswegen, ja, wurde sie eingesperrt und wir konnten ihre Geschichte aus einer Einrichtung aus mitverfolgen, in diesem Sinne. Und Infamous Second Son soll der weiterführende Teil sein, wie es mir scheint. Und den möchte ich auch gerne noch präsentieren, bevor ich meinen Sohnemann zur Welt bekommen kann, sozusagen. Also ich nicht, meine nette, gute Freundin, aber ich bin halt dann ein bisschen verhindert, wenn unser Sohnemann auf der Welt ist. Und ich weiß schon nicht, also ich weiß noch nicht, wie ich das dann handhaben werde, wie viele Folgen dann kommen werden. Ich habe jetzt schon 2500 Folgen und also wahrscheinlich, wenn diese Folge hochkommt, sogar noch mehr. Habe die Grenze dann wohl schon ein wenig überschritten, aber egal. Fangen wir doch mal am besten an. Vor 7 Jahren erhielt eine kleine Gruppe von Menschen, sogenannte Conduits, spontan die Kontrolle über Naturelemente, die sie als Waffen einsetzen konnten. Das Department of University Protection wurde gegründet, um alle Conduits, nur als Bioterroristen bezeichnet, zum Schutze der Bevölkerung zu finden und für immer wegzusperren. Es wird angenommen, dass alle Bioterroristen gefasst und inhaftiert wurden. Als Resultat zieht sich das Department of University Protection langsam zurück und Militärüberwachung und bla bla. Ich hoffe, ihr könnt es lesen. Jetzt wurde es einfach zu schnell für mich, aber gut. Er wird dort nie ankommen. Warum denn? Ist er besser als die anderen? Das werden wir sehen. Wir werden übrigens direkt reingeschmissen und ja, das Game ist von Sucker Punch. Oh ja. Ein Publisher, der schon manche gute Games auf die Reihe gestellt hat. Und es sieht schon mal echt schnieke aus. Ich hoffe, es ist nicht allzu laut, der Hintergrundsound. Im Gegensatz zu meiner Stimme. Aber gut. Wireless Controller seitwärts halten. Okay. Warum auch immer. Ach, Farbgel. Ach, jetzt muss ich noch schütteln, oder wie? Und wie mache ich das? Muss ich das Ding schütteln, oder wie? Oder... Hallo? Wie schüttel ich? Hallo? Also jetzt geht schon mal, ich habe auf jeden Fall mal X gedrückt. Geht auf jeden Fall auch so. Schade, geht es nicht ganz bis rüber. Aber ich mal gerne aus, wie man sieht. Ja, fängt schon mal gut an hier. Mit einer kleinen Aufgabe.
Ist klar. Also ich hoffe, dass es geht hier nicht nur um Besprechen. Sonst bin ich hier ein wenig enttäuscht. Aber gut, das muss rabenschwarz werden, warum auch immer. Dann machen wir das mal. Hier. Das muss schon schön überdeckt werden. Das ist also unser Junge. Hey, wenn Kunst ein Verbrechen ist, dann... Ah, verdammt! Okay, denk nach, Delson, denk! Ah, Party im Langhaus. Ich muss einfach hingehen, mich unters Volk mischen, mein Alibi sichern. Ich bin ein echt kriminelles Superhirn. Wer ist da? Ich bin's nur, Betty. Und würdest du den Tacker weglegen? Echt jetzt? Was machst du hier? Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Ja, irgendwie habe ich mich heute nicht so komisch gefühlt. Aber du siehst klasse aus. Steht dir echt gut. Im Ernst. Was hast du auf dem Dach getrieben, hä? Gar nichts. Nur... Hast du was angestellt? Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Oder ich rufe Betty und sie bringt in 5 Minuten die Schlüssel. Du hast was angestellt. Okay, und wenn schon, was willst du denn machen? Ja, aber ich habe keine Wahl. Er ist ein Cop. Ich komme in 5 Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier. Danke, Betty. Das ist das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. Dass dieser Kerl nichts Besseres zu tun hat. Definitiv. Und ich... Oh, die Steuerung ist ja schon mal nice. Springen läuft nicht so, aber das Backen läuft besser. Das Klettern läuft auch. Ich muss hier irgendwie raus. Und wie? Meinst du hier? Hallo, Freiheit. Und jetzt der leichte Teil. Ab zum Langhaus. Und für ein Alibi sorgen. Okay. Zu welchem Langhaus? In seinen sicheren Weg. Vom Dach der Fischfabrik nach unten. Hier meinst du? Ist ja kein Problem. Bin ja schon unten, aber irgendwie gehen sie über den Strand zum Langhaus. Ist klar. Die haben ja sonst noch Nerven, aber es gefällt mir. So, und... yes, das hat auf jeden Fall geklappt. Hier runter. Nice. Das gefällt mir schon mal richtig. Los, aus dem Weg. Ja, aus dem Weg. Hier ins Schiff, oder wie? Oder also ins Boot. Das ist kein Schiff. Hier geht's irgendwie weiter, allerdings. Ob das so wirklich so sein soll, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Wir haben keine Wegweiser. Aber es scheint zu stimmen. Möwenkacke. Tja, kann passieren, Kollege. Möwenkacke oder Polizei? Was ist dir lieber? Tja, ich glaube lieber Möwenkacke, ne? Tja. Schon fast da. Wo denn? Ich sehe nix. Ist klar. Kann man nicht da rüber? Ist klar. Ich wollte gerade sagen. War einfach cooler so rüber. Und jetzt? Zum Langhaus gehen. Wie alt war ich, als ich das gesprüht habe? Keine Ahnung. Was hast du denn gesprüht? Ich seh nix. Aber gut.
Hier hoch vielleicht. Wäre so eine Idee. Er zieht euch. Auf jeden Fall nicht schlecht. Er reagiert auf die Umgebung. Allgemein. Nicht nur an manchen Stellen. Kommt zumindest so rüber. Yeah! Das war knapp. Ach was, das war gut bemessen. Da haben die Entwickler mal nichts falsch gemacht. Definitiv nicht. Na dann. Actionreich ist es ja auf jeden Fall. Alles nur nicht runtersehen. Das geht noch nicht weit runter. Definitiv nicht. Das werde ich jetzt auch noch hinkriegen. Definitiv. Der Plan läuft wie geschmiert. Was du nicht sagst. Ach, da hast du es angegeben, ne? Hey, Mann, ich hab schon ewig nach dir gesucht. Wir sollten jetzt vielleicht reingehen. Hast du keine Ahnung, wie peinlich es für mich ist, meinen eigenen Bruder festzunehmen und das immer und immer und immer wieder? Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen, immer und immer und hältst immer wieder. Hältst du das für einen Witz? Nein, willst das du damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Krimineller Vandalismus? Hör mal, da draußen läuft eine Menge heftige Scheiße ab. Und während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent einzusetzen? Wovon zum Teufel redest du überhaupt? Warum lässt du mich nicht sein, der ich bin? Erzähl mir, vor welcher heftigen Scheiße du uns retten willst. Würde ich dir erklären. Denn ich kapier's nicht. Reggie? Was? Truck. Ich folge den beiden. Bleib du zurück. Das Ding geht gleich hoch. Von dem explodierenden Ding wegbleiben. Okay? An der Unfallstelle nach Überlebenden suchen. Wie soll das gehen? Soll ich jetzt nicht hier bleiben? Hier. So. Einmal durchkommen, bitte. Was hast du für eine Aura, Mann? Scheiße. Danke, Mann. Ich dachte, ich werde draufgehen. Okay? Oh, komm. Oh. Hey, loslassen. Scheiße. Los, lassen Sie ihn gehen und die Hände so, dass ich sie sehen kann. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur weg hier, bevor sie aufkreuzt. Ich sagte, loslassen, sonst werde ich schießen. Reg. Oh, nein. Ich sagte, ich will niemandem wehtun. Jetzt haben wir die Kraft. Was zum Teufel ist hier los? Das wüsste ich jetzt auch gern. Was zum Teufel war das nicht? Was zum Teufel? Hallo? Dein Ernst? Was passiert da mit mir? Oh ja. Oh Gott, nein! Ich mach gar nichts. Aufhören, aufhören! Der läuft von alleine. Was zum Teufel ist hier los? Was zum Teufel ist hier los? Nicht runter. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das soll aufhören. Reg. Reg, du musst mir helfen. Und wo ist er? Danke. Nein. Endlich. Ich muss hier durch. Wo denn? Drücken Sie, um Rauch springt durch die umgestürzten Bäume. Ach so. Was passiert hier? Ist ja geil. Reggie! Wir haben jetzt... Reg! Wo? Reggie! Darf ich mal? So hat er also die Kräfte übernommen. Aber wie? Hat er die Kraft von Anfang an oder... Nein! Reggie! Hallo, können wir das unendlich machen? Alles okay? Das, was war das? Ich muss das Ding wegkriegen.
aber du bist... Ich muss dich da rausholen! Ja. Ja. Okay. Hä? Hilf mir schieben! Auto bewegen. Okay. Halten Sie Touchpad mit beiden Daumen gedrückt. Okay. Nein, nein, nein! Geht doch. Es hört nicht auf, Mann. Es hört nicht auf. Reggie, es hört nicht auf, Mann. Alles gut. Du bist okay. Nur atmen. Atme. Du wirst wieder. Du wirst wieder. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen. Nein. Nein. Du bist mein Bruder. Okay? Du bist mein Bruder. Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen, das wird wieder. Okay, hörst du mich? Hörst du mich? Okay. Okay. Wir müssen hier weg. Das ist ein Bioterrorist. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay? Okay. Ich brauch dich. Ich brauch dich jetzt. Okay. Okay? Komm schon. Alles klar? Ja. Dann los. Versprich mir nur eins. Keine von diesen Tricks mehr, ja? Aber ich hätte es doch vorhin nie zu dir geschafft, ohne... Versprich mir einfach, dass du es sein lässt. Okay. Okay. Du sollst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Das ist nämlich nicht. Sheriff, wir kommen nicht rein. Der Knopf klemmt. Ich glaube, Betty ist noch da drin. Oh Mann, das Schloss ist geschmolzen. Zu. Wie zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Kannst du das? Na los, finden wir es raus. Sicher können wir das, aber dennoch, ja, ich weiß, aber ich wollte sowieso noch wissen, wie man irgendwie rennt schneller. Vorhin ging das, er war irgendwie 10-mal schneller als wir. So. Nein, ist er nicht! Verdammt. Wenn die Leute das von dir erfahren, gibt es eine Panik. Gut, geh. Beruhigt die Menge. Ich bring Hilfe mit. Sieh nach, ob Betty mit dem Bioterroristen da drin ist. Und pass auf! Man weiß nie, wozu diese Freaks fähig sind. Okay. Ja, diese Freaks. Ach, was. Wir sind jetzt auch so ein Freak. Vielleicht können wir noch mehr Kräfte absorbieren. Und so viele Kräfte, wie wir wollen vielleicht. Ich muss irgendwas tun. Betty braucht mich. Ja. Da brauchen uns noch recht viele, ne? Was? Das die Fischfabrik betreten. Ah, irgendwie muss man doch da reinkommen. Ich glaube einfach rennen, ne? Wie ging das denn? Luftschächte. Gut zu wissen. Ja. Definitiv. Hallo. Ist ja geil. Wow. Das tut sicher weh. Betty! Wo steckst du, Betty? Hallo, Betty. Betty? Wo ist die gute Betty? Ich will Betty haben. Luftschächte, Mann. Betty, wo bist du? Wir können uns durch Luftschächte bewegen. Ist ja Hammer. Sorry. Ja klar, dadurch geht's nicht, ne? Ist klar. Ich kann durch alles, außer durch Betonblöcke. Okay. Interessant. Oder Holzstücke, besser gesagt. Interesting. Durchhalten, Betty! Komm ich hier durch? Funktioniert. Ich will die Überraschung nicht verderben. Bin gleich da, Betty! Ganz ruhig. Sie müssen bleiben weg von Sie dir. Weg von mir. Ich versuche Ihnen Nein, zu helfen. Bleiben Sie weg von mir! Ah! Der 10! Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan. Du bist ein Conduit? Oh. Betty,
Ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus. Gut, ich bin weg. Nein, erst bringst du das in Ordnung. Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis dass die UP mich dann erwischt hat. Ja, die haben ein besonderes Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken. Wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Niemals. Da gab es dieses rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Eine günstige Gelegenheit. Du warst da. Du warst in meinem Kopf drin. Das war ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das DUP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dort. Halt, halt, halt! Moment. So schnell aber nicht, Kollege. Jetzt war ich nur ein bisschen flemplem. Nö. Jetzt erst recht nicht. Bis das in Ordnung ist! Definitiv. Obwohl. Keine Ahnung, was passiert ist. Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Du bist jetzt ein Congress-Kleiner, ein Bioterrorist. Willkommen im Lauf um dein Leben, Klopp. Nö. Und genau das tue ich jetzt. Auch wenn ich dabei durch dich durch muss. Ach, das Nördens möchte ich sehen. Bevor du das in Ordnung gebracht hast. Das kann man nicht in Ordnung bringen. Doch. Ja. Zeig mir ich wette, das kann man. Keine Zeit. Das DOP ist unterwegs. Willst du mich verarschen? Dein Ernst? Du beschießt mich mit sowas? Wenn ich jetzt sterbe, bist du am Arsch, ich sag's dir. Rage-Modus. Incoming, Kollege. Komm her. Abhauen geht nicht. Das Feuer verschafft uns nur 2-3 Minuten maximal. Ich muss hier weg. Ich gehe nicht zurück nach Hörnkirchen. Ah. Wer immer da kommt, kommt wegen dir, Mann. Nicht wegen mir. Du wolltest mir sehen, Kleiner. Die Leute hier wissen von dir. Und sie war viel Glück, Kleiner. Auf keinen Fall. Ich gehe nicht in einer Fischfabrik. Alles klar. Hallo. Hallo. Mach mal. Okay. Auf da. Lass mich einfach gehen. Lass mich hier abhauen. Und niemand muss hier etwas hierüber erfahren. Warte mal, stopp. Wir können noch reden. Oh, Henry. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Gut, wir haben ihn, oder? Ich hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders ihr. Bioterrorist. Henry Daughtry war ein Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter, oder? Ich gib mir Mühe. Du wirkst nervös. Nein, ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus 2 Gründen nervös sind. Entweder sie sind feige, oder sie haben etwas zu verbergen. Ich werde auch bei hübschen Mädels nervös. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Erzählt? Hat er dir etwas gesagt?
vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen. Nein, er hat mir gar nichts erzählt. Gut. Das ist gut zu hören. Weißt du, wir führen einen Krieg auf Leben und Tod mit diesen Bioterroristen und es ist mein Job, alles zu tun, damit wir diesen Krieg auch gewinnen. Tja, ist schon komisch, oder? Bist du nicht auch eine Bioterroristin? Okay, okay, okay. Ja, bin ich. Manchmal muss man Feuer mit Feuer bekämpfen. Und jetzt steht fest, dass du kein Feigling bist, was bedeutet, dass du mir etwas verheimlichst. Was tust du da? Das geht nicht. Was soll das? Ich habe Rechte! Und ich bin gesetzlich dazu befugt, diese Rechte aufzuheben, wenn ich es für angebracht halte. Wie jetzt zum Beispiel. Ich frage nochmal, was war da drin los? Und ich sage es nochmal. Nicht... Ah! Tut ziemlich weh, hm? Vielleicht weiß ich, was da drin los war. Nein, Betty, nicht. Wirklich? Keine Antwort? Tja. Wenn du mir wirklich nichts zu erzählen hast, plaudere ich mit der netten alten Dame. Aber denk dran. Beton ist besonders gefährlich für gebrechliche Knochen. Und wenn sie nicht redet, mache ich einfach mit dem Nächsten weiter und dem Nächsten, bis es endlich jemand tut. Hast du mir etwas zu sagen? Oder soll ich lieber mit deinen Freunden hier reden? Ich sagte, ich bin ein Conduit, okay? Ich hab's mir gerade erst eingefangen von dem Kerl. Eingefangen? Sehr lustig. Ah! Gott! Dalton! Ah! Na, Betty? Vielleicht kannst du mir eine Antwort geben. Ah! Ah! Ja, hab gehört, das soll wehtun. Sind wir jetzt nicht eingesperrt? Sind auf dem Weg, ein Held zu werden. Dann die Stufe. Aha. Also kann man ein Abtrünniger werden oder halt eben nicht. Das heißt, es gibt auch zwei Stränge. Ich glaube, das muss ich zweimal durchspielen. Was zum Henker ist hier los? Das frage ich mich auch. Aber dann werde ich schon bei dieser Entscheidung weitermachen dann. Echt interessant. Kann ich hier... Das Spiel speichern, auch nicht schlecht. Ja, okay, speichern wir das Spiel. Hallo? Ach so, das war schon, okay. Wie lange war ich weg? Keine Ahnung. Gucken wir mal TV. Wir haben irgendwie 0 Uhr, keine Ahnung. Der TV ist aus. Kommen wir hier raus, vielleicht? Nick, Mann, was ist passiert?
Was bist denn du für ein Honk? Meine Herren. Haben die dich zerlegt oder wie? Oh mein Gott. Wie kann jemand sowas tun? Wie viele Menschen hat sie verletzt? Ja, die Alte kennen wir ja aus dem alten Teil. First Light. Die hat ja unsere erste gute... Konnte sie aufhalten? Nö, leider nicht. Aber wir werden es tun. Mit Sicherheit. Wir werden einen Weg finden. Auf der Heldentour diesmal. Danach auf der bösen Tour. Da bin ich mal gespannt, was man da so machen kann. Oh mein Gott. Betty. Der Zehnjunge. Du bist wach. Hat Augustin dir das angetan? Ja, hast du wirklich gedacht, dass ich dich an diese Zimtzicke verrate? Außerdem, im Moment lassen sich doch alle coolen Kids die Beine piercen. Das heißt, dass alle hier... Wir sind akomisch. Wir schützen unsere Leute. Niemand hier gibt dir die Schuld an dieser Geschichte. Ja. Solltest du auch nicht. Hey. Schäm dich nicht dafür, was du bist. Das ändert nichts. Du wurdest so geboren. Aber das bedeutet, ich bin jetzt einer von denen. Bist du nicht. Du bist kein bösartiger Bioterrorist, der umherläuft und einfach Menschen umbringt. Du bist ein guter Junge. Bei dir kommt eben einfach nur Rauch aus den Fingern. Der Rauch aus meinen Fingern ist der Grund für diese ganze Katastrophe. Hey, red dir nicht so etwas ein. Wenn du hier Trübsal blasen willst, dann schlafe ich noch eine Runde. Denn ich brauche meine Ruhe, damit es mir wieder besser geht und ich auf die Beine komme. Und jetzt kann ich ausruhen, weil du wach bist. Mach dir keine Sorgen. Ich werde schon wieder. Wirklich. Wirst schon sehen. Mann, Dertzin. Ah. Verdammt, ich dachte, wir würden dich verlieren. Wegen Beton in den Beinen? Dafür braucht es schon etwas mehr. Tja, ich schätze mal, Schnellheilung gehört wohl auch zu deinem neuen Ding. Wo wir davon sprechen, dieses Zeug mit deinen Händen, ist das weg? Ich weiß nicht genau, Mann. Rauchen ist im Langhaus verboten, oder? Klar. Außerdem sollen die anderen ja schnell gesund werden. Gesund werden? Hey, Dalton, diesen Leuten wird es nicht mehr besser gehen. Sie sterben, Mann. Das weißt du doch nicht. Nein, aber die Ärzte, die hier waren, als du bewusstlos warst, tun es. Und sie sagen das. Sie sagen, dass diese Splitter nur auf die gleiche Weise wieder rauskommen, wie sie reinkamen. Was? Ja. Aber das war Augustin und ihre komische Betonkraft. Scheiß drauf, Mann. Sieht aus, als würden wir beide sie aus Seattle wieder herholen. Wow, 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 warte. Was, glaubst du, dass du sie überreden kannst, mit dir zurückzukommen? Komm schon, Mann. Ich weiß, dass du dir den Kopf gestoßen hast, aber ihr zwei habt euch beim letzten Mal nicht gerade prächtig verstanden. Reggie. Ich bin schuld. Ich bring das in Ordnung. Nein, verdammt, Dalton, du bist gerade erst wieder aufgewacht. Hör zu, ich weiß, du willst helfen, aber die Ärzte sagen... Dass man sie nur mit derselben Kraft wieder herausbekommt. Kapiert? Was bedeutet, dass wir Augustin gar nicht brauchen? Wir brauchen nur ihre Kraft. Okay, ich kann dir nicht folgen. Ich sauge Kräfte auf wie ein Schwamm, weißt du noch?
wenn es mit Rauch ging, warum nicht auch mit Beton? Aber was, wenn das mit dem Rauch nur Zufall war? Überleg mal, du müsstest dich durch wie viele tausend DUP-Leute zu ihr durchkämpfen? Ja, wahrscheinlich so in der Art. Ich erklär's dir im Wagen. Welcher Wagen? Du hast keinen Wagen. Ich... Das ist mein Wagen. Was du nicht sagst. Ja, das ist dein Wagen. In Ordnung. Ich hab mir da schon was überlegt. Okay, also... Wir schlagen da auf, bedienen uns ordentlich am All-Inclusive-Conduit-Kraftbuffet, schauen uns vielleicht die Space Needle an, da wollte ich immer schon mal hin, und dann retten wir zu Hause ein paar Leben. Dir ist klar, dass wenn wir da aufschlagen, es gut möglich ist, dass die Stadt, nun ja, zurückschlägt? Zurück? Was soll das denn heißen? Es heißt, dass Seattle eine 500.000 Einwohner hat, die sich nicht gerade über die Bioterroristen freuen, die schon da sind. Glaubst du, du bist da willkommen? Nein, aber ich werde anders sein, okay? Oh, okay. Ich ziehe nicht die gleichen Sachen wie die ab. Ich werde Leben retten. Ich werde ein neuer Superheld. Ich werde die Kranken heilen. Meinst du echt, die schmeißen dir eine Parade? Wach auf, Mann. Hey, keine Sorge, Dell, okay? Wir bringen das in Ordnung. Wir werden dich heilen. Heilen? Rauch aus den Fingerspitzen zu schießen ist nicht gerade normal, Mann. Nur weil es nicht normal ist, heißt es nicht, dass es geheilt werden muss, okay? Van Gogh war nicht normal. Gandhi war nicht normal. Ja, aber die Leute hatten keine Angst vor Gandhi, verstehst du? Die Leute haben Angst vor Bioterroristen. Das sind Freaks, okay? Das ist der vorprogrammierte Schwachsinn. Shit. Fantastisch. Huh. Tja, den Rest laufen wir wohl. Laufen? Was? Ja. Wo willst du hin? Hey! Verdammt! Großer Gott, sieh dir das bloß an. Pass auf, wenn du es dir anders überlegt hast, dann... Machst du Witze? Das ist unglaublich! Das ist Zerstörung. Das ist Selbstverteidigung, Mann. Die Straßensperre war zum Angriff gedacht. Weil es Bioterroristen sind. Tja, das hat sie nicht aufgehalten. Und bei meiner Wenigkeit wird das auch nicht klappen. Das denke ich auch. Aber wie es weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge. Das ist fürs erste Mal genug, würde ich sagen. Haben heute eine längere Folge gemacht, weil es der erste Part war. Dann gibt es nur noch 20 Minuten Parts. Weil hier kann man es um einiges kürzer machen, weil hier viel Content kommt, ne? Habt ihr auch bemerkt. Und man kann Entscheidungen treffen, ob man ein Held werden will oder ob man abtrünnig werden will. Zuerst machen wir mal den Heldenmodus und im zweiten Run werden wir den bösen Modus machen. Auf jeden Fall ist es ein geiles Spiel, weswegen ich mit Freuden auch beide Seiten spielen werde. Und ja... Wie hat's euch so gefallen? Schreibt's mir mal in die Kommentare. Ich bin gespannt. Tödelö.